auf den Ort, wir aufpassen und die Straßen überwachen. Da möchte man gleich tanzen. Ja, also wenn die nach tanzen ist, dann tu es einfach. Aber mir ist momentan hier nicht so nach tanzen, weil wir wurden gerade so schön aus dem Spielfluss gerissen. Hallo! Das musst du ausprobieren. Bestes Spiel aller Zeiten. Ja, mein Kleiner. Nein, ich probiere nichts aus. Wenn du nochmal nervst, dann gibt's hier diesen hier. Butza. Ich könnte sind das Spiel den ganzen Tag spielen. Alter! Alles klar, Kumpel? Du könntest was, bitte? Was, bitte? Was? Was sag's mit noch. Was man deiner Sorte tun könnte. So. Hilfe! Ich schaff das nicht mehr! Okay! Die wenden sich jetzt aber nicht gegen mich, oder? Er flüchtet. Nicht abhauen! Ey! Nicht! Nein! Hallo! Bleib mal stehen! Ich wollte mit dir reden. Ganz friedlich. Beschlagnahmen? Nee. Komm mal raus da! Na, dann eben nicht. Ja, Mensch, ach, verdammt, wir sind, unterbrochen worden. Und zwar, huch, wollte nicht hier drauf zugreifen. Wir sind, ja, so weit sind wir ja gar nicht weg. Wir sind ja gar nicht so weit weg. Wir müssen uns hier nur, warte mal. Nee, ich wollte mir, nee, nicht schon wieder Hubschrauber. Beziehungsweise, wir fahren da mit dem Auto hin. Wir holen uns jetzt ein Auto. Warte mal, kann ich ihn dazu bringen? Wo fährst du hin? Warte mal, kann ich ihm sagen? Ich möchte gerne dahin. Warte, stopp, nochmal, jetzt. Okay. Gut. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Ich wollte eigentlich nur. Bin direkt hinter dir. Was? Okay, Mädel. Nein, steck mal ein. Bleib mal drin. So. Okay. Achtung jetzt. Und zwar dahin. Alles klar. So, mal schauen, ob wir da ankommen. Irgendwann. Mann, die Mucke. Kann ich die Mucke nicht ausmachen? Hallo? Ist ja manchmal nicht schlecht und schön, aber nun ja. Naja, es geht. Ist ein bisschen laut, aber... Schrein, den wir theoretisch nie. Mädel, bleib mal kurz. Bleib kurz stehen. Ich muss mal raus. Nein. Oh, nicht schon wieder. Dieselbe Stelle. Nein. Komm her. Oh, nein. Ich bin so doof. Ich hätte mich einfach hinter diesen scheiß Stein werfen müssen. Komm mal hier. Ich brauche hier Hilfe. Ja, sie kommt. Nicht hier oben, hier unten. Huch. Jetzt fährt er über mich rüber. Der Arsch. Oh, jetzt erscheint die. Das gibt's doch nicht. Ja, das war's wohl, oder? Mal gucken, ob sie es schafft. Na, mal schauen. Sie hat nichts mehr in der Hand. Keine Waffe. Danke dir! Oh, sie zittert ja. Ist sie kalt? Irgendwie ist gerade jemand in die Luft geflogen. Ich weiß nicht wieso, aber. Ja, denkst du. So. Kannst gar nichts, kannst du. Da hat einer überlebt? Wie geht das? Für die Mutter! Was? Ich sehe überall welche. Ach ja, wir sind in einer anderen Gegend hier. Ah, wo ist Madame? Mach ich. Es ist zu eng hier.
Hä? Mann, jetzt aber. Ist er platt? Ja, der fällt um. Bums. Ich muss den looten. Aus der Nähe packen die mich nie! Wer deckt mich? Ich muss nachladen! Mach das! Ja. Ich muss nachladen. Scheiße, ja! Ich seh dich da! Jetzt gibt's den Cup! Sind alle noch ein bisschen verwirrt hier. Kann so, ich hier dir ist. Helfen, Mister? Ich bin mir nicht sicher. Ich dachte, ich kann. Oh. Danke, dass du den Knast befreit hast. Ja, kein Ding. Was hast du denn für Wusstest mich? Wusstest du, dass jemand versucht, hier draußen einen Film zu drehen? Ich sah eine Krawattenfresse Leuten bei der alten Radonmine Befehle zubellt. Okay. Ein Film drehen? Okay. Entschuldigung, musste gerade mal was trinken. Ist gerade wieder sehr warm während der Aufnahme hier. Ja, nett. So. Nein! Was? Nein! Das ist doch nicht! Hau ab! Das ist nicht wahr. Mädel, steig lieber in irgendein Auto und verschwinde, weil. Kann ich die Box. Ich wollte die boxen gerade. So, jetzt muss ich mal hier was sprengen. Kannst du mal. Die fackelt ja beim Hintern, guck mal. Die steigt ins Auto. Sehr, sehr cool. Dann fahr aber auch weg. Mädel, bitte fahr weg. Ich möchte hier was sprengen. Och, Mann! Ich möchte anscheinend nur Musik hören. Naja, okay. Nee, das mache ich nicht. Dann lassen wir das erstmal. Komm, Mädel, wir müssen weiter hier. Ich meine jetzt dich hier. Wie heißt du denn nochmal? Ja, Casey, Stacy, Macy, Frazy. Oh, es brüllt. Oh, jetzt verschwindet sie. Bin soweit. Ja, ich auch. Moment. So, und einmal weg. Sehr schön. Und wieder einsteigen. Es geht hier Schlag auf Schlag. Da müssen wir hin. Gehen zu Fuß. Ja. So, einmal Rückwärtsgang. Und dann. Ist das ein Böser? Nee, scheinbar nicht. Kein bösiger, böser Langhaariger. So, Versuch Nummer 2. Und ich glaube. Ja, das wird eine Narbe geben. Das denke ich auch, mindestens. Und ein großes Loch. Eieiei. Steine im Weg. Und ich glaube. Ich fahre mal nicht so nah ran diesmal. Wir steigen hier mal aus, parken hier mal unsere Mühle und dann schauen wir uns nochmal... Achso, ich könnte... Ah, warte mal, ich könnte den guten Boomer rufen. Wie konnte ich das... Halt, wie konnte ich das vergessen jetzt hier? Der wäre jetzt echt nicht schlecht. Oder... Nee, versuchen wir das doch mal mit ihr hier. Mit der guten Peaches, ja! Peachy! Peachy! Was? Peachy könnte uns... Wo ist sie denn eigentlich? Da hinten kommt sie. Ja, kann ich sie auch streicheln wie Boomer? Mal gucken. Haha, Peachy! Komm mal hier. Komm mal hier. Na? Ach, krass, cool. Ich kann Boomer streicheln. Ah. Oh, ist das schön. Ist ja geil. Die Augen. Die Augen. Peaches. Guck mir mal in die Augen. Die hatten... Peaches, guck mal hier. Wollen wir nochmal streicheln kurz? Achtung, auf die Augen schauen. Einmal blau und einmal gelb. Oder orange, was es ist. Krass, sehr geil, das gefällt mir. Peachy, guck mal hier, ich hab was zu tun für dich. Das wollte ich sagen. Kann ich die auch dahin schicken? Die wird bestimmt gleich angreifen, oder? Wenn ich, sobald ich losschicke. Warte mal, ich will erstmal den Wegmarker wegmachen, weil das nervt ein bisschen. Ich bin echt mal gespannt. Warte mal, sehe ich hier irgendjemanden? Da hinten. Ich schicke sie mal dahin. Warte mal, mit H. Oh, sie greift gleich an. Upsala. Mal gucken, was das wird. Nehmen wir mal ein Fernglas. Der chillt erstmal eine Runde. Das war's? Das war's. Alter, geile Sache.
Peachy, Frissi Frissi, hier unten. Und? Und tschüss. Und macht sie gleich weiter? Sie macht gleich weiter. Hey, wer schießt da auf sie? Du Arschloch! Oh oh. Jetzt platt. Scheiße. Dann muss ich jetzt mal hier ein bisschen. Okay, los geht's. Huch. Alter. Oh nee, scheiße, das habe ich völlig verpeilt. Ah, die Verstärkung. Warte mal, ich muss schnell den Alarmturm ausschalten. Fuck. Gefällt mir gar nicht. Ich renn mal schnell. Aua, Mann! Ich renn mal schnell zum Turm, damit der nicht noch weiter plärt hier. Da hinten kommen die. Oh Mann. Der plärt immer noch. Ah, da hinten ist auch noch einer. Ah, fuck. Ah, scheiße, ich wollte erstmal Puma zurückholen. Peaches, naja, ist der gleiche. Ja. Warte mal, ich geh mal kurz rein. Ui, schön hier drin. Warte, kann ich sie von hier... warte mal, ich hol mal... Ja. Warte, ich hole erstmal Peaches zurück. So. So, Peachy, komm her. Braves Mädel. Macht sie alleine weiter? Ja, sie macht alleine weiter. Sehr gut. Nicht nur ein Puma. Oh, schon wieder, Mann. Oh nein. Nein. MG ist gar nicht gut. Warte. Ich brauche Hilfe! Nein! Oh, oh. Scheiße, das tut echt weh! Sie ist da hinten. Schaffe ich das noch? Ja, tiert nicht mehr. Los, komm hoch, ja. Jetzt falle ich aber um gleich. Achtung, Bumsala. Scheiße, danke! Oh. Mach ich. Ich versuch's. Oh. Der hat auch einen Bogen. Jetzt nicht mehr. Yes! Na gut. Mein zweiten Anlauf. Also, naja. Es ging gerade noch so. Durch die Hilfe. Wunderbar. Hey, ja. Ich kenne kaum einen von hier, der als Kind nicht mindestens. Hey, du komm her. Sacred Skies Ferienlager war. Nett von dir, danke. Ziemlich altmodische Anlage. Und dann kam Eden's Gate und verwandelte alles in ein einziges Horrorhaus. Ich könnte echt deine Hilfe brauchen. Aber warte. Kann die Sekte hier keine Drogen mehr herstellen. Danke, Rookie. Gerne doch. So, und jetzt kannst du mit mir reden. Gute Arbeit am Lager übrigens. Ja, danke. Natürlich haben wir jetzt ein anderes Problem. Ach ja? Da unten am Fluss gibt's einen gefährlichen Puma. Das ist kein gewöhnliches Tier. Er soll eines der gescheiterten Experimente der Sekte sein. Er tötet jeden, der ihm zu nahe kommt. Die haben ihn so voll Bliss gepumpt, man kriegt schon Halluzinationen, wenn man nur neben ihm steht. Ich habe einen Trupp losgeschickt, um ihn zu erledigen. Aber die kamen nicht zurück. Sind wahrscheinlich tot. Ich Vermutlich. Hätte gern, dass du das zu Ende bringst. Aber ich sag dir, das Vieh ist super gefährlich und absolut unberechenbar. Judge Puma, ja, das dachte ich mir fast. Okay, Deine Katze hat ein herrliches Fell. Na? Als kleines Mädchen wurde ich jedes Jahr hierher geschickt. Ist die gut, die Peachies? Peachy. Das ist so cool, dass wir einen Puma streicheln können. Wenigstens im Spiel. Ich find's cool. Miezi. So, oh, ach, warte mal. Können wir nicht diese scheiß Pflanzen abbrennen hier? Bestimmt, oder? Können wir da was mit reißen? Warte mal. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Madame da nicht weg muss. Ich mach mal hier vorne.
Müsste doch eigentlich funktionieren, oder? Was denn? Bring dich doch in Sicherheit. Es brennt. Siehst du doch. Siehst du, selbst Puma schafft das. Peaches. Okay, da hinten nochmal eine reinzimmern. Bumm. Doch, funktioniert. Ich hoffe, wir können damit eventuell, naja, ein paar Punkte sammeln. Mal schauen. Sie relaxt erstmal da. Naja. Also, da hinten nochmal eins rein. So. Siehste, sie haut ab. Und das, ja, können wir gleich noch Rasen mähen hier. Ja, es sieht so aus, als wenn... Aber ich glaube nicht, dass das... das kam von mir. Wieso? Ich glaube, ich muss was nachproduzieren. Kann das sein? Ja. Zunk. 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 So, da oben steht noch einer mit einem Ausrufezeichen. Was ist denn? So, ich schaue mir erstmal um. Erstmal in Ruhe umschauen. Erstmal einen Kaffee ziehen. Nee, das ist Softdrinks und Wasser. Ich gehe mal da hoch. Hallo. Wir haben hinter dem Wasserfall bei der Dead Man's Mill ein paar Sachen verstaut. Wenn du die Maschinen reparierst, die im Kampf mit der Sekte beschädigt wurden, kannst du das Wasser stoppen und zu ihnen herabklettern. Waren wir da nicht schon? Des toten Manns Kiste. Hey Mädchen. Hey Mädchen. Hey Mädchen. Hey Mädchen. Was für doofe Sprüche. Naja, ist egal. So, wir schlossen einen Knack. Das ist neu. Das kenne ich auch noch nicht. Das finde ich cool. Ach, scheiße. Das ist echt die Wärme wahrscheinlich. Ich, lass mir das. Ja, ich nicht. So, okay, wir lesen mal eine Runde. Hier ist deine Molly ist hier, aber nee, können wir nicht nehmen. Brief eines Gläubigen. August 2009. Elena, ich kam als kleines Kind hierher und es war schrecklich. Die Kinder im Camp tranken Alkohol, wenn die Betreuer nicht hinschauten. Jeden Tag wurden Kinder bedroht und verdroschen. Ich schwöre es dir, es gibt niemanden, der bösartiger ist als die Kinder. Aber jetzt, ich habe mich noch nie im Leben so willkommen gefühlt, so geschätzt für das, was ich bin. Es ist eine Jugendgruppe namens Eden's Gate. Es gibt keinen anderen Ort auf Erden wie diesen. Komm, schließ dich uns an. Wir werden wieder zusammen wie Kinder im Camp sein. Schreib mir mal. Ian. Alter, der ist... Ja. Den hat's wohl erwischt. Nun ja, in zweierlei Hinsicht wohl. Doppelstockbetten. Ja, das ist, naja. Ehemaliges Kinderlager. Es klappt. Das, ja, wenn du das sagst, ist echt cool hier. Gefällt mir. Mal wieder. Hier gibt's für uns nichts mehr zu tun. Das ist perfektes Jagdwetter. Ja. Ah, hier kann man hier, das ist auch cool hier. Kann man hier von Ort zu Ort rutschen. Ich würde gerne, das würde ich gerne mal probieren. Kann man, ne? Warte mal. Nee, von hier aus geht's nicht, auch von da hinten wahrscheinlich. Ich muss das probieren, Entschuldigung. Wir sollten ein Ferienlager für Erwachsene bauen. Warte mal, ich muss da hinten hin. Von der höchsten Stelle natürlich. Das muss ich probieren. Brennt hier noch irgendwas? Eigentlich nicht, aber die Pflanzen sind noch nicht so wirklich tot. Habt ihr das gesehen? Ja, hab ich. Ich hab's direkt vor mir gesehen. So, Kletterhaken. Ich muss das probieren. Das ist wirklich wie in so einem Ferienlager. Und hier oben gibt es anscheinend nichts mehr zu looten. Na gut, eine Lampe steht hier. Alter, klappt das? Kann man da hinten rund? Ey, das wäre so cool. Achtung! Hui. So, und falls hier so gefährlich ist an der Rutsche, immer eine Waffe in der Hand haben. Ja, kann man sich mal gleich mal merken. Kann die nicht ablegen. Nee, kann ich nicht.
Das ist cool, das macht Spaß. Macht sie da mit? Ja, sie macht mit. Geil. Das ist sehr geil. Das ist schön, das gefällt mir. Ach, ist das schön. Das könnte ich 1000 Mal machen am Tag. Da hinten ist ja auch... Ah, da waren wir vorhin. Kann das sein? Das kommt mir so bekannt vor. So, und weiter? Ne, weiter geht's leider nicht. Ach, schade. Hier ist vorbei. Naja, was soll's. Ist aber sehr... Ah, hier ist der Mittelpunkt sozusagen. Kann wahrscheinlich von da hinten hier auch hierher rutschen. Naja, so würde ich das... Nee. Das ist... den gibt's nicht. Also insofern kannst du ihm auch nicht nahe sein. Da hinten? Von da... Ach, cool. Das ist ja... Moment mal. Wo ist denn hier der... Wahrscheinlich hier, oder? Wo kann ich? Hier kann ich. Okay. Achtung, Luft anhalten. Boom. Zack, Mitte. Oder? Bullseye. Jawohl. Nee, die kommen nicht hierher. Was ist das hier? Achso, hier kann ich meinen Hubschrauber holen. Ja. Von da hinten kann ich... Könnte ich auch... könnte ich auch rutschen, aber ich komme wahrscheinlich nicht hier hoch, oder? Nee, komme ich nicht. Zwei Pumas, die sich bekämpfen. Da hinten rennt der andere. Okay. Brave Peaches. So, das muss ich auch nochmal machen. Entschuldigung. Das muss ich einfach machen. Das gehört dazu. Ich muss hier alles probieren. Also zumindest, was so ersichtlich ist. Hui. Kommt sie mit? Nee, scheint nicht so. Aber egal. Coole Sache. Könnte ich den ganzen Tag machen. Habe ich schon mal erwähnt, glaube ich. Ja. So. Okay. Und hier ist wieder der Mittelpunkt. So, alles klar. Dann schauen wir uns nochmal hier in der Hütte hier um. Waren wir da schon drin? Ich glaube nicht. Ja, drin schon. Aber. Ja, das sind die Blisspflanzen hier. Hier sind sie anscheinend noch nicht ausgewachsen. Ich weiß nicht, weil hier drin wirkt nichts. Oder die sind hier bereit zum Verkauf. Ist alles so aufgeräumt hier. Mann. Wurfmesser. Okay. Allerdings. Was ist das hier? Warte. Ah, Thermometer. Ein Kamin. Gar nicht mal so schlecht hier drin. Gar nicht mal so schlecht. Und hier ist noch was zu holen. So, 5 neue Orte entdeckt und was zu lesen. Ja. Sektennotiz. Gott hat diese christlichen Camper an diesen Ort geschickt, um den Boden zu weihen. Vor all diesen Jahren lebten hier Kinder. Sie schliefen hier und priesen Gott in ihren Liedern und schenkten dem Boden auf diese Weise Kraft. Ich würde meine Seele darauf verwetten. Wir waren schon immer dazu ausersehen, hier unsere Saat auszubringen. Vergesst das nicht. Bewacht dieses Land, als wäre es eine der Ecksteine Edens selbst. Na. So. Gut, ich würde sagen, wir kriegen Besuch. Aber, nee, ist nur ein Tier da hinten. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen, für diese Folge und... Schnurzi? Hört sich sicher cool an. Was? Schnurzi? Heilige Scheiße. Okay, mit diesen Worten... bin ich aber jetzt raus. Vielen Dank fürs Zuschauen nochmal und bis zur nächsten Folge. Tschüss.